Hi Leute, wir sind hier gerade im Bräuninger. Ich habe mir gerade einen Duft gekauft und habe den Luca getroffen, den ich inzwischen schon ganz gut kenne von Mattia Primär. Und ich habe gesehen, ihr habt eine neue Marke, und zwar Marc-Antoine Barrois. Genau. Und das finde ich unfassbar spannend, weil das ja eigentlich so eine richtige Nischenmarke ist, also wirklich im Sinne von super independent, super einzigartig. Was ist denn so dein Lieblingsduft von denen? B683. Marc-Antoine Barrois hat es als ehemaliger Modedesigner tatsächlich geschafft, mit drei Düften an den Start zu gehen und sich so auf den Markt zu behaupten. Und die Dinger sind echt... Die sind heftig, ne? Den B683 gibt es ja zwei verschiedene Varianten. Und das Eau de Parfum ist halt so richtig fruchtig ledrig. Und dieses Extrait ist halt so die Lederbombe schlechthin, was du auch einfach nach 13 Stunden nicht von der Haut runterkriegst. Ne, auf gar keinen Fall. Und deshalb, ja, herzliche Empfehlung. Ich bin ein großer Fan von Bräuninger und wenn ihr in der Gegend seid, dann kommt auf jeden Fall mal vorbei.